out here myself. Heute hier in Attendorf die Fanmeile, eine tolle Veranstaltung, die die SUR hier in Attendorf auf die Füße gestellt hat. Und der Obmann Wolfgang Steber war toll drauf, hat ein komplettes Team auf die Füße gestellt. Hier in Attendorf weit über 1000 Personen, die bei der EM mit dabei sind, live hier die Spiele mitzittern. Eine tolle Aktion. Wir von der Region Zentral Graz unterstützen jeden einzelnen Verein, um solche Veranstaltungen auf die Füße zu stellen und sind stolz, dass wir solche Vereine in der Region Zentral Graz haben. Wie seid ihr zu dieser Veranstaltung gekommen? Ja, eigentlich aus einer spontanen Geschichte. Wir haben das zufällig im Internet gesehen, dass es da eine Möglichkeit gibt, sich für das zu bewerben. Und eben aus dieser spontanen Idee ist also ein toller Event jetzt heute hier am Abend geworden. Wie haltest du das mit dem ganzen Wetter gerade heute? Wir haben strahlend blauen Himmel, vor 3 Stunden hat es anders ausgeschaut. Ja, wir haben ein bisschen schon den ganzen Tag ein bisschen gezittert mit dem Wetter. Umso froher sind wir jetzt, dass es eben ausgehalten hat und das Wetter jetzt so schön ist und die Leute dementsprechend auch gekommen sind. Also ich muss sagen, aus meiner Sicht ist es ein unglaublicher Zufall gewesen. Es war nämlich so, dass der geschäftsführende Obmann der Sportunion Attendorf übers Internet einen Antrag gestellt hat um die Zuteilung. Und das, wie es sein hat, wohl nach 2 Monaten plötzlich ist es so gewesen, dass er einfach eine Einladung gekriegt hat und den Zuschlag gekriegt hat für eine Veranstaltung. Sportunion Attendorf heißt SUR und das bildliche Zeichen dafür ist eben der Ziegelstadel. Das war früher noch der Beiname. Auf dem Areal, was da hier steht, wo der Sportplatz jetzt ist, ist nämlich ein Ziegelstadel einmal gestanden. Da hat man Ziegel gebrannt seinerzeit. Und das ist interessant. Und so haben sie auch den Namen einfach dafür hergenommen. SUA Ziegelstadel hat es geheißen. Und jetzt heißt es halt nur mehr Sportunion Attendorf. Die Region Zentral Graz besteht ja aus insgesamt 11 Gemeinden. Wenn in einer dieser 11 Gemeinden eine solche tolle Veranstaltung abgewickelt wird, dann müssen wir einfach mittun, müssen wir mit unterstützen und mithelfen. Es gibt natürlich viele, viele andere Veranstaltungen, die nicht unbedingt sportlich sind, aber sie sind kultureller Ort. Sie sind natürlich von einer Art, dass man gerne auch in diese Region Zentral Graz fährt. Wir machen heuer noch einen Genussgipfel in einer Nachbargemeinde, in der Marktgemeinde Thal. Und ich darf bei dieser Gelegenheit nicht nur den Thalern herzlichen Dank sagen, sondern auch den Regionsbetreuer, das ist nämlich der Herr Bürgermeister Heribert Uhl, der sich wahnsinnig ins Zeug legt, damit wir diese Aktivität in unserer Region entfalten können. Ich weiß ja auch, dass die Hitzendorfer Gemeinde eine tolle Gemeinde ist, die ein tolles Markenzeichen hat, die Kirsche. Was hat die Kirsche auf sich? Hitzendorf ist seit jeher als Kirschengemeinde weit unbekannt. Es gibt ja den alten Spruch, die Hitzendorfer verkaufen die Kasten samt die Kabel. Das kommt daher, dass früher einmal die Frauen die Körbe mit vollen Kirschen nach Graz getragen haben, dann samt den Körben verkauft haben und im Winter haben die Männer zu Hause wieder die Körbe geflochten. Und heute wollen wir auch diesen Brauch wieder aufleben lassen, frische Kirschen verkaufen beim Kirschenfest. Wir wollen Mangerie anbieten, wir wollen Kirschenmarmelade machen, alles was sich mit Kirschen abspielt. Dieses Kirschenfest findet am 22. Juni des heutigen Jahres statt. Lieber Ganser, wie hast du zur Fangemeinde Attendorf hergefunden? Ja, nicht gut. Ich bin gleich auf der Hauptstraße nochmal weitergefahren. Dann bin ich aufgefahren zur Gemeinde, da war auch nichts. Dann bin ich zurückgefahren, dann habe ich einen Rasenmäher getroffen und gefragt, wo ist der Hauptplatz von Attendorf? Und ich habe gesagt, wir haben keinen. Das glaube ich nicht. Attendorf ist eine riesengroße Gemeinde in unserer Region 10 vor Graz. Was fällt denn zu 10 vor Graz sein? 10 vor Graz, ich habe es vorher falsch gesagt, 5 vor 12, das war es nicht, aber ich habe mich auch nicht vorbereitet, ich gebe es zu, aber 10 vor Graz, jetzt mittlerweile weiß ich es, ist eine Gemeinschaft von vielen Gemeinden, die zwischen Graz und Volzberg liegen und insgesamt, glaube ich, 17.000 Einwohner haben. Auch die Samariter sind heute in Attendorf verroten. Es kann ja sein, dass irgendwas passiert. Ist schon irgendwas vorgefallen? Nein, da war noch überhaupt nichts. Ganz ruhig. Keine Betrunkenen, keine Verletzten? Gott sei Dank noch nicht. Ne? Betrunkene eher schon, aber die zügeln sich alle soweit. Gell? Also eingeteilt sind 7 Leute hier und zwar sind zusätzlich noch dazugekommen, das ist die Dienstmannschaft von Rohrbach. We are the champions.
Ja, die Veranstaltung läuft bestens ab. Es ist leider durch die Witterung vielleicht ein bisschen zu wenig Zuschauer, aber diejenigen, die so sind, die verhalten sich vorbildlich. Bisher überhaupt keine Ausschreitungen, es läuft optimal. Die Attendorfer sind sehr, sehr brav. Genau, ja. Und offensichtlich auch einen guten Bezug zum Wetter gehabt, weil das große Gewitter ist nicht gekommen. You brought me fame, fortune and everything that goes with it. I thank you all. Wer wird Europameister? Portugal. Weil sie gewonnen haben heute? Ja, grundsätzlich. Sie sind gut drauf und ich glaube, sie werden es. Oder weil sie fesche Spieler haben? Das auch, ja. Ja, Attendorf war interessant, weil heute nämlich der Tag ist, wo es überall regnet, nur in Attendorf nicht. Sogar beim Kick in der Schweiz regnet es, nur bei euch nicht. Und ich bin wirklich gespannt, ob das stimmt, was der Bürgermeister gesagt hat, dass ihr alle sowieso permanent nach Maria Zell bügert. Ich bin nicht dabei, aber ich schaue es mal an, vielleicht fahre ich mit dem Radl. Wir haben von seitens der Sportunion Attendorf insgesamt 50 Personen heute im Einsatz. Und ich muss echt sagen, einen großen Dank an diese Leute, weil unter diese Leute kann man so ein großes Event einfach nicht über die Bühne bringen.